Ich möchte über diese Diskussion sprechen mit Wolfgang Ischinger, dem ehemaligen Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz und Botschafter AD. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, grüße Sie. Hallo, Frau Wirzbach. Also die NATO hat es schon klar gemacht, auch Deutschland, es wird keine Bodentruppen geben. Dennoch gibt es diese Debatte jetzt eben, nachdem Macron da das Ganze zumindest in Frage gestellt hat. Was denken Sie, was löst solch eine Debatte in der aktuellen Zeit aus? Welches Zeichen ist das auch? Also ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Erstens ist es natürlich in einer solchen Konfliktsituation, in der wir uns gegen Russland befinden, im Prinzip richtig, nichts auszuschließen. Sobald man irgendwas ausschließt, macht man es natürlich im Prinzip für den Gegner leichter, sich auf das, was da vielleicht kommen könnte, einzurichten. Auf der anderen Seite gibt es den Grundsatz, und der ist ja auch richtig, es hat auch niemand bestritten, dass wir, der Westen, die NATO, Deutschland, Frankreich, dass wir nicht militärisch in diesen Konflikt, in diesen Krieg zwischen Russland und der Ukraine militärisch hineingezogen werden wollen und deswegen keine militärischen Aktivitäten, keine Bodentruppen oder etwas Ähnliches in der Ukraine. Das ist ja im Prinzip seit 2 Jahren immer wieder gesagt worden. Trotzdem finde ich es interessant und, wenn Sie wollen, auch ein bisschen kühn, aber nicht falsch, dass der französische Präsident sagt, wenn das so weitergeht, ist es besser, wir schließen gar nichts aus. Das macht es für die Planung auf der russischen Seite komplizierter. Und das ist theoretisch und prinzipiell natürlich auch nicht falsch. In den Zwischentönen möchte manch einer aber auch erkannt haben, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich aktuell so schlecht sind, wie schon sehr lange nicht mehr. Macron hat ja auch davon gesprochen, dass manch ein Land zuerst nur Helme schicken wollte. Da kann man jetzt schon schnell denken, dass man Deutschland damit gemeint hat. Glauben Sie auch, dass es aktuell echte Probleme in den westlichen Beziehungen untereinander gibt? Und was bedeutet das in einer Welt, in der fast jeden Tag eine neue Krise entsteht? Es ist in der Tat natürlich zutiefst bedauerlich, dass ausgerechnet in dieser schwersten strategischen, militärischen, politischen Krise, in der sich Europa sicherheitspolitisch seit vielen Jahren befindet, dass da der deutsch-französische Segen schief hängt. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern ja schon seit geraumer Zeit. Das liegt sicherlich nicht nur an einer Seite. Es gibt da sehr unterschiedliche Temperamente. Solche Reden, solche Sprüche, wie sie dem französischen Präsidenten gelegentlich zu eigen sind, das würde einem Bundeskanzler Scholz in der Form nie über die Lippen kommen und so weiter und so weiter. Trotzdem muss ich Ihnen sagen, ist es, glaube ich, staatspolitisch die Pflicht aller Beteiligten, der französischen Seite genauso wie der deutschen, alles Erdenkliche zu tun, um Harmonie, Gemeinsamkeit und gemeinsames Vorgehen in dieser schweren Krise zu erreichen. Wenn sich Deutschland und Frankreich vor den Augen der Russen hier kabbeln und Uneinigkeit präsentieren, wo werden da wohl die Champagnerkorken knallen? Also weder nicht in Washington und auch nicht in Italien, aber in Moskau. Und das zu verhindern, ist doch die strategisch wichtigste Sache im Augenblick. Wenn wir noch einmal auf die Kritik an Olaf Scholz schauen, dann geht es da weiterhin vor allem um die Taurus-Lieferungen. Olaf Scholz hat nur noch einmal das Nein von sich selbst bekräftigt, unter anderem, weil in seinen Augen deutsche Soldaten nötig wären, um diese Waffensysteme, diese Marschflugkörper überhaupt zu bedienen. Da gibt es jetzt sehr viel Widerspruch, unter anderem aus dem Militär. Wie ist da Ihre Einschätzung? Hat man da einen Grund vorgeschoben, um diese Diskussion endlich zu beenden? Also ich bin nicht der Techniker, der die Taurus-Raketen oder Marschflugkörper baut. Ich maße mir auch nicht militärischen Sachverstand ein. Aber ich maße mir die Frage an, wenn es stimmt, und es scheint ja zu stimmen, dass mit entsprechender Exportgenehmigung Hunderte von solchen Taurus-Systemen an Südkorea geliefert worden sind, dann werden doch vermutlich die Südkoreaner, wenn sie diese Waffen jemals einsetzen wollen, nicht etwa deutsche Soldaten brauchen,
um die zu programmieren. Und dann wäre die nächste Frage, wenn Südkorea das kann, wieso sollen das denn dann die Ukrainer nicht können? Großes, dickes Fragezeichen. Also ich glaube, dahinter steckt auch eine Frage des Vertrauens oder wenn Sie so wollen, des möglichen Misstrauens. Man möchte natürlich nicht riskieren und das wiederum verstehe ich, wenn das der dahinterliegende Grund für das Zögern des Bundeskanzlers ist. Man möchte natürlich verhindern, dass ein solches wirklich schweres und massives Waffensystem in einer Weise benutzt werden könnte, die dazu führen könnte, dass der Krieg eskaliert, also sich verändert von einer russisch-ukrainischen Konfrontation in eine Konfrontation zwischen Russland und dem ganzen Westen. Das ist ja seit der Zeitenwende-Rede vor exakt jetzt 2 Jahren ein ganz, ganz wichtiges Ziel des Bundeskanzlers oder der Bundesregierung. Und das, muss ich sagen, ist natürlich auch ein strategisch richtiges Grundziel. Die Frage ist nur, ob man sich vielleicht ein bisschen zu sehr selbst abschreckt, indem man Sorge hat, dass man mit der Lieferung dieses oder jenes Waffensystems die russische Seite provoziert. Ich finde, man könnte den Spieß sogar rumdrehen und man könnte beispielsweise der russischen Seite signalisieren, ihr bombardiert unablässig und immer wieder in der ganzen Ukraine zivile Ziele, also Wohnblocks und viele, viele Zivilisten kommen da ums Leben. Wenn ihr das fortsetzt, dann werden wir nicht anders können, als Taurus zu liefern. Und dann wäre es an der russischen Seite, auf diese rote Linie zu reagieren oder eben auch nicht. Also so ganz wohl ist mir bei dieser Debatte in der Tat auch nicht. Und so geht es ja anscheinend relativ vielen Leuten. Wir sollten aber, letztes Wort, Frau Würzbach, wir sollten uns von der Großwetterlage in diesem russisch-ukrainischen Krieg nicht allzu sehr ablenken lassen auf diese Taurus-Debatte, die nun seit Wochen, seit Monaten die deutsche Debatte beherrscht. Ich würde da jetzt mal einen Strich drunter machen, der Bundeskanzler hat es so entschieden. Dann muss man eben sehen, was man sonst und in anderer Weise tun kann, um den Ukrainern dazu verhelfen, dass sie sich etwa nicht noch weiter in die Defensive gedrängt sehen, sondern wieder versuchen können, das Ziel zu erreichen, das wir gemeinsam beschlossen haben zu erreichen, nämlich ihr Territorium erfolgreich zu verteidigen und die Grenzen von 1991 wiederherzustellen. Das war ja auch der Text der kürzlichen Bundestagsentschließung, die von der Ampel selbst vorgelegt wurde. Das muss das Ziel sein und davon dürfen wir uns nicht abbringen lassen. Herr Ischinger, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Dankeschön. Danke Ihnen, Frau Witzbach. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.